Moje, herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist Freitag, der 12. April. Jo, Sämaschinen steht auf dem Hof. Die drehe ich jetzt mal ab. Und dann starten wir nachher mal mit der Aussaat. Sommergerste 24. Langsam Zeit. Aber ich denke mal, die Flächen sind jetzt halbwegs befahrbar, beziehungsweise, dass das so weit abgetrocknet ist, dass sich das vernünftig arbeiten lässt. Aber wir werden es weiß. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier Saatgut rein, abdrehen. Dann müssen die Pferde raus, weil hier am Miro, guckt noch am Fenster, gell? Der will raus. Und dann startet man nachher. So, bevor es losgehen kann, also Saatgutbahn habe ich runtergeklappt. Dann müssen wir gucken, dass wir keine Fahrgasse haben. Das haben wir hier. Stehen wir auf der 3, also keine Fahrgasse. So, das ist die Bodenklappe, steht auf 2. Und jetzt ist es so, hier sind die Deckel zu. Also heißt, Saatgut fällt hinterm Deckel runter, hier ohne ins E-Schal. Jetzt haben wir den Hebel hier, den drücken wir jetzt mal so rum und siehe da, jetzt ist hier die Klappe auf und jetzt beim Abdrehen läuft Saatgut hier rein. So, das war das, also Saatgut rein, dann fangen wir an zu drehen. So, schon mal was rausgeholt. Steht schon ein bisschen länger, das Heu ist schon ein bisschen staubig, hat am Anfang März schon geholt. Also, wir haben die Sorte Leandra. Hier unten haben wir 1000 Korngewicht. Sieht man es? Ja, macht doch scharf. 54,2 und Keimfähigkeit 97%. So, jetzt rechnen wir ja die Aussaatmenge. Heißt, das 1000 Korngewicht durch die Keimfähigkeit mal die Kornzahl pro Quadratmeter. Und bei der Sommergerste, da ist es so, ich sag mal zwischen 310 und 350 Körner Quadratmeter, ist so die Angabe. 330 sieht man normal, aber wir haben ja jetzt schon Mitte April, das heißt Mitte, 12. Wow. Mein letztes Jahr war es noch später. Denke ich mal, werde ich eher auf die 350 Körner gehen. Wer weiß, ob nachher nochmal Wasser kommt oder nicht. Wenn kein Wasser kommt, ist schlecht. Dann haben wir zu viel gesät. Dann schickt das Wasser eh nicht. Sehe ich mir zu wenig. Naja, egal. Egal wie man es macht, sowieso immer verkehrt. Also ich werde mal auf 350 Körner. Werde ich mal abdrehen und dann gucken wir mal, was rauskommt. So, jetzt habe ich mal gerechnet, da wären wir bei 195 Kilo. Das kommt mir doch ein bisschen arg vor. Also machen wir mal mit 330 Körner. Also 54,2. Also 54,2 geteilt durch 97 mal 330, wir haben bei 184. Naja, also vor 3 Jahren oder so, oder war es auch ganze Ecke eher, da habe ich 140 Kilo gesät. Das gab auch super Ertrag. Aber wenn so ist, dann ist es so. Dann drehen wir 184 ab und dann ist gut. Thank you.
Zack. Oh. Jetzt machen wir so ein bisschen gerade, dann drehen wir mal, dass überall ohne was kommt. Jo, dann starten wir mal mit der Abdrehbohre. So, hier haben wir jetzt die Tabelle, also wir haben 2,50 Meter Maschinen, Bereifung 6x16. Heißt, für 100 Selektor müssen wir 43,7 Umdrehungen machen. Das mache ich jetzt hier mit meinem Leiermann. Und jo. So, 43,5,7, der so. Ah, halt, jetzt brauchen wir einen Eimer. Jetzt können wir mal gucken hier. Also, so viel ist rausgekommen. Jetzt brauche ich erst noch einen Eimer und dann wiegen wir es. So, jetzt liegt hier drin. Also 184 Kilo, hatte ich gesagt, wollen wir sehen. Hier sind wir jetzt bei knapp 1,5 Kilo. Das wären 150 Kilo der Hektar. Dann müssen wir aber noch mal ein bisschen dicker stellen, weil wir müssen hier ein bisschen über 1,8 kommen. Dann haben wir 184. Also reinschütteln, noch mal leiern, so lang bis passt. Wir hatten ja vorher mal eine Amazone-Maschine. Das ist die, die geklaut worden ist, komplett mit der Kreisellicht dran. Und bei der Amazone war es so, da hatten wir hier zum Beispiel steht jetzt hier auf, was weiß ich, 72. Hat man einfach irgendwo eingestellt, hat geleiert und dann gab es so einen Schieber. Da konnte man dann, also hat man das eingestellt, auf welcher Stellung man wie viel Kilo rausgeleiert hat. Und dann konnte man genau gucken, auf welche Stellung man stellen muss, dass man die entsprechende Saatmenge hat. Und das hat auch immer prima funktioniert, also muss man maximal zweimal drehen. Und hier muss man es halt probieren, aber geht auch. So, jetzt hatten wir 150. Stellen wir es mal auf. Ah, brauchen wir zwei Hände. Stellen wir mal hier auf. Ja, kurz vor 80. So, ich habe jetzt genau auf 80 gestellt. Und dann passt das nämlich. Ja, dann sind wir bei 180 Kilo. Ist auch okay. Und jetzt ganz wichtig. Erstmal hier Leier ab, die nicht verloren geht, nehme ich mit. Jetzt muss der Deckel wieder hoch, weil sonst sehen wir nämlich hier hinten in die Abdrehschale. Zwei den Hebel um. Oh, geht jetzt wieder mit einer Hand nicht gut. Zack, doch, so. Jetzt die Klappe wieder zu und jetzt fällt es unentsicher. So, Sehwand hochklappe. Und dann kann schon losgehen. Hier Spezial, weil der originale Gummi, der war kaputt. Habe ich mir das mal so gebaut, funktioniert aber auch. So, jetzt hier am Acker. Sieht soweit ganz gut aus. Schön abgetrocknet. Bisschen feucht ohne drin. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, also das Schar, das seht unten auf, boah, kommt der ganze Staub hier. Das seht quasi hier unten auf das Feste. Und hier habe ich gerade eingesetzt, deshalb liegt hier noch nichts. Und sollte das funktionieren? Das Kreisleg läuft flach oben drüber. Nicht so tief,
Ja, machen wir mal weiter. Hier vorne sieht man jetzt schön, hier läuft die letzte Spur vom Tacker. Der Reifen läuft ein bisschen runter. Dann ist das logischerweise auf der Seite genauso. Hier ist die letzte Tackerspur. Und da haben wir Überlappung. Und wenn wir hier dran vorbeigucken, sieht man eigentlich ganz schön. Kreisleck läuft an der Kante. Das sind hier, ja, was weiß ich, 15 cm. Was da noch fehlt, hätte man jetzt hier eine 650er Bereifung, wäre das quasi null. Also perfekt so. Für alle, die schon länger dabei sind, also hier haben wir den Ententeich. Er wird kleiner. Aber bis hier Mais wächst, das dauert noch. So, jetzt habe ich hier hoch von Dorf noch ein bisschen. Und dann sind wir soweit durch mit den Gersten. Ja, ich habe geguckt, kann noch zwei, drei Spuren fahren und dann muss ich erst nochmal halten. Dann ist nämlich leer. Voll machen.
Samstag, der 13. April. Bei uns ist das ja so, nah am See kommt Steine lesen. Aber da das Personal da immer knapp ist zum Steine lesen, muss ich selbst machen. Da sind ein paar drin. Da sind hier so Apparate. Naja. Besser, wenn man wegmacht. Hier haben wir noch einen. Ja, gestern gesät. Sieht an sich ganz gut aus. Eigentlich hatte ich ja den Plan und wollte walzen. Aber mache ich es erstmal doch nicht. Kann man zur Not später noch. Weil die haben für nächste Woche, gab Montag, Dienstag, Mittwoch Regen gemeldet. Und wenn ich das jetzt walze hier, sag mal, das ist ja jetzt hier schon hier ein bisschen drauf gedrückt und dann ist das alles ziemlich zart. Und dann denke ich mal, kriege ich mir da Problem mit der Verschlemmung oder kann das Problem werden. Deshalb lasse ich erstmal so. Und wie gesagt, dann gucken wir mal, was kommt. Weil ich weiß, früher der Opa, der hat auch Gerste gewalzt. Da war die schon so groß, geht auch alles. Also ist noch nichts zu spät. Aber wir warten erstmal ab. Ich lese jetzt noch mal ein bisschen weiter. So, mal gucken, ob wir Körner finden. Ist hier Fahrgase? Nee, eigentlich nicht. Ich finde bestimmt wieder keine. Hier kommt auf jeden Fall schon feuchte Erde. Aha, hier. Hier haben wir einen. Hier. Noch eins. Hier ist noch eins. Also ich denke mal, das hat genauso funktioniert, wie es vorhat. Die Körner schön aufs Feuchte gelegt. Wie gesagt, anwalzen wäre jetzt schön. Ja. Anwalzen wäre schön, hat den Vorteil, da ich ja an meiner Sämaschine keine Andruckrollen habe, dass die Körner bessere Bodenschluss kriegen. Ja, die Steine werden weggewalzt bzw. angedrückt, aber ja, hatte ich ja gerade schon gesagt, dann kommt das Ding nachher, wenn es jetzt wieder hier tagelang drauf regnet mit der Verschlemmung. Ich lasse es einfach mal so. Und wir warten es ab. So. So viel dazu. Schalten wir weiter.